Tag, mein Name ist Thomopoulos, Kostas Thomopoulos. Ich bin heute hier im Chor für Salentin-Gymnasium, wo eine ganz besondere Feier stattfindet. 450 Jahre KSG. Heute sind hier viele illustre Gäste aus der Landespolitik und der Stadtpolitik. Ja, ich gratuliere dem KSG ganz herzlich zu diesem tollen Jubiläum. Und ich wünsche mir einfach nur, dass die Schülerinnen und Schüler hier lernen, aber auch leben lernen, Freude haben, Kontakte bekommen. Und ich denke, es ist einfach eine gute Basis für das Leben. Alles, alles Gute. Das Kurfürst Salentin Gymnasium ist eine großartige Schule. Tradition trifft Moderne, das wird hier gelebt. Dauer durch Wandel, wenn sich eine Schule immer wieder verändert, immer wieder auch in die Zukunft blickt und gleichzeitig die Werte hochhält, so wie das hier getan wird. Demokratie erinnern, der Kampf gegen den Rassismus, dann wird diese Schule noch viele, viele Jahrhunderte bestehen bleiben. Ich war gerne auf der Schule, auf dem Kurfürst Salentin Gymnasium. Ich war von 1967 bis 1976 hier Schüler und in dieser Halle haben wir dann auch gemeinsam geturnt. Ich war Schülersprecher, ich hatte Altgriechischen Latein. Es war eine tolle Lehre für meinen beruflichen Werdegang. Ich bin dankbar, dass ich hier so tolle Lehrer hatte, die mich unterrichtet haben. Herzlichen Glückwunsch hier der Schule, 450 Jahre KSG. Klar, ich als Mädchen, ich war auf einem BVS. Was ich mir wünsche für die Schule in Zukunft ist, dass sie einfach bei uns in der Stadt, in der Gemeinschaft noch viel präsenter wird. Die Schüler, die schwärmen aus ins Leben, in die ganze Welt. Aber in der Schulgemeinschaft, wenn sie hier in Andernach sind, müssen sie auch in Andernach ihre Spuren hinterlassen. Im Schulzentrum, mit den anderen Schulen. Das wäre mein großer Wunsch, wenn da eine gute Kooperation wäre. Macht's gut, auf die nächsten 450 Jahre. Ja, natürlich kommen immer alte Erinnerungen hoch, wenn ich im Schulzentrum bin. Und die allermeisten schön davon. Ich hatte eine tolle Schulzeit hier mit vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Und das hat großen Spaß gemacht. Ja, also als Gesundheitsminister würde ich immer sagen, natürlich brauchen wir Barrierefreiheit, aber das sieht die Landesbauordnung auch vor. Aber die Schule gehört dem Landkreis und der Landkreis hat die Aufgabe dafür, immer dann, wenn Renovierungen anstehen, auch Barrierefreiheit herzustellen. Und das passiert ja auch. Im neueren Teil durch die Aufzüge ist Barrierefreiheit ja gegeben. Das hier im älteren Gebäudebestand, das noch nicht überall ist, das ist schade, aber das kommt nach und nach. Ja, also die wunderbarste Geschichte und Erinnerung, die ich habe, ist, dass wir im Biologieunterricht natürlich mit Rudi Kerres Bier gebraut haben, die ganze Schule eine Woche nach Brauhaus gerochen hat. Das ist mein persönliches Highlight. Dennis, ich danke dir. Gerne. Ich sage dem KSG einen ganz herzlichen Glückwunsch zu seinem 450-jährigen Jubiläum. Danke sehr für die Einladung, dass ich den Festakt heute miterleben konnte. Beim Festakt kam mir in den Sinn, dass als ich 1973 hier begonnen habe als Sextaner, das 400-jährige Jubiläum gefeiert worden ist. Also ich freue mich, beim 450-jährigen dabei zu sein. Das 500-jährige, das werde ich ja leider nicht mehr hier sozusagen auf der Erde und in der Schule erleben. Aber es kommen wirklich gute Erinnerungen in mir wieder hoch. Ich habe die Schulzeit wirklich auch genossen, darf ich sagen. Die hat mir viel mitgegeben für mein Leben, vor allen Dingen auch die profilierten Persönlichkeiten der Lehrerinnen und Lehrer. Also ich bin dankbar und wünsche der Schule Gottes Segen und eine gute Zukunft, eine lebendige Schulgemeinschaft auch für die nächsten Jahrhunderte. Ja, 450 Jahre Kurfürst Salentin Gymnasium. Ich war selbst 8 Jahre Teil dieses Gymnasiums und durfte im Jahr 2000 meinen Abschluss machen. Ich freue mich sehr, dass ich heute als Oberbürgermeister dieser Stadt, und wer hätte das gedacht, in diesem Amt an den Feierlichkeiten teilnehmen durfte. Ein sehr toller Empfang, sehr tolle Gäste. Es ist mir eine ganz besondere Freude, hier oben zu stehen. Es ist wirklich ein toller Anblick. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Greiner und Herr Landrat Dr. Saftig, sehr geehrter Herr Bischof Dr. Ackermann, sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Hubig und Herr Minister Hoch, sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete Heil und Frau Landtagsabgeordnete Möster, sehr geehrte Frau Backmann von der ADD Koblenz, sehr geehrte Gäste, die Sie auf unzählige Art und Weise mit uns verbunden sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen zur Feier des Schuljubiläums des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums.
450 Jahre ist es her, dass Kurfürst Sallentin von Isenburg der Bitte der Stadt Andernach nachkam und 1000 Golddukaten zur Verfügung stellte, wie es in der Stiftungsurkunde heißt, zur Erbauung der Schulen und zur Unterhaltung der Schulmeister. Damit und mit weiteren Zuwendungen sicherte er den dauerhaften Fortbestand der Lateinschule, die hier in Andernach seit dem Ende des 13. Jahrhunderts nachweisbar ist und die im Laufe der Zeit in unser Gymnasium überging, das jetzt seit gut 70 Jahren den Namen seines Stifters trägt. Wie schön, dass Sie alle heute gekommen sind, um diesen besonderen Anlass zu feiern. Eine der Ideen, die wir bei der Vorbereitung dieser Feier hier hatten, war es, Kurfürst Sallentin doch in einer Spielszene zugegen sein zu lassen. Das brauchen wir gar nicht, denn wir können es sogar noch übertreffen, dadurch, dass tatsächlich alle drei Personen die drei Aufgaben, die Sallentin 1573 hatte, heute eben erfüllen und alle drei Personen heute zugegen sind. Damals war Sallentin Erzbischof von Köln, heute ist mit Ihnen Herr Bischof, der Trierer Bischof da. Was das Schulgebäude angeht, wissen wir uns bei Ihnen, Herr Landrat, als unserem Schulträger in guten Händen. Und für die Schulmeister, sprich das Lehrerkollegium, sind Sie, Frau Ministerin, zuständig. Danke, dass wir in Ihrer Obhut stehen. Danke, dass Sie hier sind, dass Sie, Frau Ministerin, gleich zu uns sprechen werden. Und Sie, Herr Landrat und Herr Bischof, gemeinsam mit Herrn Oberbürgermeister Greiner, Herrn Minister Hoch, Frau Backmann und einer ganzen Reihe weiterer Gäste sich an der Gesprächsrunde beteiligen. 450 Jahre KSG, das spricht für einen gesunden Organismus, der stark genug ist, um auch durch schwierige Zeiten zu kommen. Stark und gesund wie die Linden in der Sallentinstraße, die bis vor wenigen Tagen noch die Luft rund ums Schulgebäude mit ihrem Blütenduft erfüllt haben. Gerade in diesen Tagen, in denen ein langes und ich möchte auch sagen durchaus anstrengendes Schuljahr zu Ende geht, haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal die letzten Kräfte mobilisiert für die Projekttage, für das heutige Schulfest, damit wir unser Schuljubiläum in einem solch besonderen Rahmen begehen können. Ihnen allen für den unermüdlichen Einsatz ein herzliches Dankeschön. Hierin schließe ich auch unsere beiden Sekretärinnen, unsere Bibliothekarin und unseren Hausmeister mit ein, denn auch sie tragen unglaublich viel dazu bei, unseren KSG-Baum aufrechtzuerhalten. Und die Rinde, das sind alle, die uns umgeben und uns mit Rat und Tat und auch als kritischer Freund zur Seite stehen und uns damit weitere Wachstums- und Stoffwechselprozesse ermöglichen. Die Eltern, der Förderverein, die Sallentinervereinigung, zahlreiche Einrichtungen und Unternehmen hier in Andernach und in der Region und selbstverständlich auch die ADD und das Ministerium, die uns mit Lehrkräften versorgen. Ihnen danken wir von Herzen für die Unterstützung für unser KSG. Und noch ein letztes zu unserem Baum. Die Baumkrone unserer Schule sind unsere Schülerinnen und Schüler. Diejenigen, die das Wasser und die Nährstoffe gewissermaßen aus dem Boden anziehen, also die Aufmerksamkeit und das Engagement der Lehrkräfte. Zugleich aber sind unsere Schülerinnen und Schüler auch in gewisser Weise Zuckerlieferant für unsere Schule, denn sie führen ihr so manche Energie zu. Ich denke hierbei an lebhafte Diskussionen im Unterricht, an besonderes Engagement in Arbeitsgemeinschaften, an Projekte wie unser Mahnmal oder auch an das tolle Engagement unserer Schülervertretung. Was mich persönlich dabei sehr beeindruckt, ist, dass sich so viele KSGlerinnen und KSGler weit über das Ende ihrer Schulzeit hinaus noch sehr eng mit ihrer Schule verbunden fühlen. 450 Jahre KSG, Tradition trifft Moderne, so das Motto des heutigen Tages, das zugleich als Leitgedanke über unserem gesamten Schuljubiläum stehen kann. Unsere Tradition ist uns Verpflichtung, uns in Herausforderungen der Gegenwart zu stellen, aber auch dort,
wo es keine schnellen und einfachen und bequemen Lösungen gibt, zu versuchen, Perspektiven zu entwickeln. Denn es geht um die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler. An dieser Stelle möchte ich Ihnen danken. Danken für die tatkräftige Unterstützung, die wir an so vielen Stellen erfahren, für die tiefe Verbundenheit mit unserer Schule und ganz besonders für das engagierte Mitgestalten unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages und unseres Schulalltags. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts hielt der französische Politiker Jean Jaurès eine vielbeachtete Rede vor dem Parlament, in der er unter anderem die Art beschrieb, in der mit der Vergangenheit und der Tradition umgegangen werden sollte. Er betonte, wie wichtig es sei, das Werk der lebendigen Kräfte, die in der Vergangenheit gewirkt haben, in die Zukunft weiterzuführen. Und so, in diesem Sinne, nicht die Asche zu bewahren, sondern das Feuer weiterzugeben. Lassen Sie uns auch weiterhin im Bewusstsein unserer Tradition eben dieses Feuer weitergeben, damit dem KSG noch eine lange und lebendige Zukunft bevorsteht, mit einer stetig wachsenden Baumkrone an Schülerinnen und Schülern, die hier ein festes Fundament für ihr Leben erhalten, das sie mutig, neugierig und in sozialer Verantwortung gestalten. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Vogel, sehr geehrte Frau Abgeordnete des Deutschen Bundestages Heil, sehr geehrte Frau Abgeordnete des Rheinland-Pfälzischen Landtags Möster, sehr geehrter Staatsminister Hoch, lieber Clemens, sage ich jetzt mal, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Schulgemeinschaft, vor allen Dingen liebe Schülerinnen und Schüler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Manchmal geht es den Jahren wie den Menschen. Sie haben es nicht immer leicht. Das Jahr 1573 zum Beispiel. Es hatte es ganz und gar nicht leicht. Ein gutes halbes Jahrhundert vorher hatte Martin Luther seine 95 Thesen formuliert. Und so veränderte die Reformation, Sie sehen es mir nach, Herr Bischof, natürlich die religiöse Landschaft. Bei so viel Veränderung war es schwer, für ein einzelnes Jahr eine eigene Ära zu begründen. Und doch hat das Jahr 1573 es geschafft, in dem Gebiet, das 373 Jahre später einmal den Namen Rheinland-Pfalz erhalten sollte, fast unmerklich eine Ära einzuleiten und vor allen Dingen für etwas Neues zu stehen. Und das sogar auf die wirkmächtigste Art und Weise. Es hat uns eine Schule geschenkt, das wird Sie jetzt nicht wirklich überraschen, die auch gut 15 Generationen später Stadt, Region und Land prägt und unzählige junge Menschen. Was könnte ein Jahr Größeres erreichen, als dafür Sorge zu tragen, dass 450 Jahre lang Schülerinnen und Schüler mit dem, was sie an einer gegründeten Schule vermittelt bekamen, was sie erlernt und gelebt haben, was sie sich angeeignet und weitergegeben haben, das Land und die Menschen prägen. Und was für eine herausragende Tradition es ist, auf die Sie, auf die das Kurfürst-Salentin-Gymnasium heute bis ins Jahr 1573 zurückblickt. Sie feiern ein beeindruckendes Jubiläum, das außer dem KSG nur wenige Schulen in unserem Land überhaupt feiern können. Und umso mehr freue ich mich, dass Sie mich für heute eingeladen haben. Und ich freue mich für die Gelegenheit der Schule, der Schulleitung, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und allen, die an dieser Schule in irgendeiner Form beteiligt sind. Sie haben sie erwähnt, Frau Vogel, da gibt es nämlich nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Hausmeister, die Sekretärin und viele, viele wichtige und gute Geister in diesem Gebilde Schule. Ihnen allen möchte ich heute ganz herzlich zu diesem besonderen Jubiläum gratulieren, natürlich auch im Namen der Landesregierung. Wie prägend das KSG für die Region und unser Land ist, zeigt ja schon ein Blick auf die teilnehmenden Liste heute. Und ich kann nicht nur als Bildungsministerin, sondern als Kabinettskollegin von Clemens Hoch, dem Wissenschafts- und Gesundheitsminister, sozusagen aus eigener Anschauung sagen, ich habe schon den Eindruck, dass das KSG wirklich Hervorragendes geleistet hat. Minister Hoch. Minister Hoch.
der übrigens, Sie wissen das, und ich verrate ja nichts Neues, lieber Clemens, 1997 sein Abitur hier abgelegt hat, ist Teil einer großen Schulfamilie und vieler tausender Schülerinnen und Schüler, die in den letzten 450 Jahren seit der Stiftung durch Salentin von Isenburg, Sie haben es erwähnt, Frau Vogel, hier auf ihrem Lebensweg vorbereitet wurden und die unser Land mit allem, was sie von ihrer Schule mitbekommen haben, geprägt und vorangebracht haben. Und wir sehen ja auch gleich weitere ehemalige sozusagen in der folgenden sehr illustren Diskussionsrunde. Der reichen Tradition, der die Schule seit ihrer Gründung verpflichtet ist, ist dabei die Veränderung, der Wandel gleich mit eingeschrieben. Und deshalb könnte das Motto »Tradition trifft Moderne« nicht besser gewählt sein. Wenn wir heute an der Schwelle zum KI-Zeitalter und damit natürlich neuerlich vor einem ganz großen Umbruch stehen, dann ist das nicht nur ein Thema, das die Schule trifft, aber eben auch. Und dann ist das Motto »Tradition trifft Moderne« vielleicht nicht nur ein gutes Motto für Ihre Jubiläumsfeier, sondern ich glaube, es ist eigentlich ein gutes Motto für die Herausforderung, vor der Schule insgesamt steht. In Rheinland-Pfalz gehen wir diese Herausforderung mit unserer Initiative Schule der Zukunft an, die alles das, was die Schulen mitbringen, was sie an Ideen entwickelt haben, was sie leben, was sie aufgreifen und fortentwickeln, auch aufgreifen und fortentwickeln will. Die Initiative will selbst Tradition und Moderne zusammenbringen und zwischen ihnen sozusagen eine gute Verbindung finden. Das Kurfürst-Salentin-Gymnasium ist so eine altehrwürdige, aber keine veraltete Bildungseinrichtung. Die Umwandlung in ein staatliches Gymnasium in den 50er Jahren, die Einführung eines neusprachlichen Zweigs in den 70ern, der naturwissenschaftliche Schwerpunkt in den 2000ern, Schritte, die exemplarisch zeigen, dass die Schule sich immer weiterentwickelt hat. Und dabei haben Sie auch Themen frühzeitig aufgegriffen, das haben Sie erwähnt, Frau Vogel, die heute dank des Engagements einer ganzen jungen Generation die ganze Welt bewegen. Bereits 1998, und das finde ich ist wirklich bemerkenswert, wurde das KSG Mitglied des Netzwerks ökologisch profilierter Schulen. Heute ist das KSG zertifizierte Schule der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Photovoltaikanlage lässt dieses Engagement auch am Schulgebäude erkennen. Und ins Auge stechen mir natürlich auch die Schulgarten AG, die Fairtrade AG und die AG Food for Future. Allein die Titel zeigen, es geht darum, den Schülerinnen und Schülern den ganzheitlichen Blick auch auf ihr eigenes Handeln zu vermitteln. Denn wie sollte man die globale Welt ohne ein globales Verständnis gestalten? Ich möchte heute natürlich den Organisatorinnen und Organisatoren dieser Tagung, dieser Veranstaltung, dieses Festaktes danken. Alles, was gut und glatt läuft und was so unkompliziert aussieht, darin steckt wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Mühe. Und das vor Ende des Schuljahres, wo Schule allgemein doch noch vieles zu tun hat und vieles zu richten hat. Vielen Dank dafür. Ich danke der Schulleitung und allen Lehrkräften des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums ganz besonders für ihre Arbeit, nicht nur heute und nicht nur im vergangenen Schuljahr, sondern in den vielen Jahren davor und in den vielen Jahren, die kommen, für ihr großes Engagement. Ich danke allen am Schulleben des KSG Beteiligten, den Schülerinnen und Schülern, den Unterstützerinnen und Unterstützern, den ehemaligen und der ganzen Schulgemeinschaft dafür, dass sie diese altehrwürdige Schule nach 450 Jahren immer noch so gestalten, dass sie eine moderne Schule ist, dass sie eine lange Tradition hat, die 1573 begann, aber dass ich sicher bin, dass sie noch eine ganz lange Tradition haben wird. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei, dass Sie auch das nächste halbe Jahrtausend noch voll machen und dann packen Sie sozusagen das Ganze an. Vielen Dank. Musik.